Herzlich willkommen bei der neuen Folge Was ist neu in the Forest? Diesmal in der Version 0.35, mittlerweile 0.35b, mit der Axt im Walde. Ja, und schwer zu erkennen. In dieser neuen Version, ja, haben wir auch ein neues Hauptmenü. Sieht ein bisschen anders aus. Ja, finde ich, sag mal, recht schick. Was ihr auch vorhin vielleicht gerade erkennen konntet, Fledermäuse. Ja, die fliegen hier durch. Das scheint mir hier so videoartig zu sein im Hauptmenü. Ich finde das gut. Ja, ist ganz schick. Meine gute Abwechslung. Ich habe auch bereits gemerkt, ja, den Leuten gefällt das. Ja, kommt gut an. Ja, so sieht das aus hier in den Menüs. Ja, ist wirklich gut. Gefällt mir. Ja. Sag mal, vor allem auch hier die Animation im Menü, ne? Hier Singleplayer, wenn ich hier umschalte, sieht check aus, ne? Wenn das so... Ich spring nochmal zurück, die Animation. Ja. Sag mal, kenne ich so in der Form nicht, gefällt mir gut. Ja, ich habe auch schon ein Spiel gespeichert. Hier waren die Fledermäuse wieder. Und da gibt es auch eine neue Erinnerung. Ja, man sieht hier... In der Übersicht erstens mal, ich habe hier ein paar Slots, ne, zur Verfügung. Wie viele sind das insgesamt? Das geht hier klar deutlich gut hervor. Und ich sehe auch, bin ich eingeloggt oder nicht. Und wenn ja, wie bin ich denn eigentlich eingeloggt? Ja, das bin ich. Ich bin der Chris. Ja, und habe zwei Speicherstände, wovon hier Tag 1, der aktuelle von, ja, hier seht das, kurz vor Mitternacht gewesen ist. Wenn hier nichts erscheint, ja, ist das auch, weil man nicht eingeloggt ist in seinem Steam Client. Das greift hier irgendwie auf dem Speicherstand in der Cloud zu, was weiß denn ich. Wir laden hier auch mal einen Spielstand, ja, und sehen uns gleich wieder in Game. So, da sind wir auch schon wieder. Und ich dachte mir, damit es auch nicht zu fad wird, ja, ich bin ja immer bis hier an der Hauptbucht gewesen. Und dachte mir, na komm, da bringen wir ein bisschen Abwechslung auch mal rein und zeigen den Leuten was anderes als hier immer den gleichen Ort. Ja, ich bin hier vorne, wo an der Landzunge ein paar Container stehen. Ja, nicht unmittelbar entfernt von der Hauptbucht drüben lang. Aber gut. Ich denke mal, der hier ist neu. Ja, in den Patch Notes kam hier vor, dass die so einen sogenannten neuen Fig Tree eingebaut haben im Englischen. Das heißt so, weiß nicht, irgendein Baum. Ja, Friedrich Ida Gustav. Fig Baum. Was weiß ich. Könnte dieser sein, ist aber nicht unbedingt ein Baum, sondern mehr so ein Baumstumpf. Und was ich hier bisher im Forum mit den Leuten durchbesprochen habe, scheint das Ding neu zu sein. Ja. Ich war hier nicht, denke ich. In der letzten Version weiß ich nicht mehr. Gut, aber wir gucken uns an, was ist denn eigentlich neu in der Version 0.35 bzw. 0.35b? Denn B kam, ich denke mal, 2 Stunden nach... der Veröffentlichung der Patch Notes beziehungsweise des Patches von gestern Nacht hier raus. Ja. Und da gab es eigentlich nur den Fehler hier, dass die Knochenrüstung sich nicht mehr bauen ließ. Ja, das mit dem Update auf B behoben. Und ich habe hier auch schon ein bisschen was vorgebaut, um euch was zu zeigen, was wir hier dann bauen werden. Sieht auch schick aus. Na gut, ja, neu unter anderem. Also nicht nur das Hauptmenü, sondern wir haben jetzt auch ein Pausenmenü, ganz neu, ja. Also nicht nur ein schwarzer Bildschirm und was draufgeklatscht, nee, ist einfach hier Spielbild und ein bisschen so verschwommen, ja. Ja, das heißt, hier wird das wieder schwarz, untenrum bleibt das ein bisschen offen, sieht gut aus, ne. Ja, unter anderem auch neu, Vögel, ihr könnt euch vielleicht erinnern, in einer der vorigen Versionen gaben Vögel dann Fleisch ab, wenn man die umgebracht hat. Eine Version drauf, ja, denke ich, ist das auch wieder rausgenommen worden, oder so, um den Dreh herum. Ja, das jetzt wieder drin, die Vögel geben Fleisch ab, wieder, ja, aber es ist ein neues Stück Fleisch, es ist ein kleines Stück Standardfleisch. So nennt sich das jetzt, ja, gibt es hier bei fast jedem Vogel, wenn man ihn umbringt. Ja, das sind eigentlich so, ich sag mal, im Groben und Ganzen mit verschiedenen kleinen optischen und anderen, ja, sag mal, Gameplay-relevanten Änderungen, die ich jetzt nicht unbedingt vorführen kann oder möchte. Zusätzlich zu der langen Liste an Multiplayer-Änderungen, Verbesserungen, Fehlerbehebungen und was weiß ich, ist das
Bis auf eine Sache, die ich euch jetzt noch zeigen möchte. Auf jeden Fall so. Ja, der ist mal gut geflogen gekommen. Das, ja, sehr schick, ne? Zeige ich jetzt euch eine Sache aus dem neuen Patch von der Version 0.35. Wir haben hier ein sogenanntes Mini-Katapult. Ja, ist hier bei den defensiven Gebäudestrukturen ist das drin. Das Katapult, ja, ist eigentlich ein Mini-Katapult. 5 Baumstämme, 15 Stöcke und einmal so ein Seil. Ja, das pappen wir hier hin. Die Entwickler sagen, auf einer Anhöhe ist das gut. Ja, irgendwo oben. Ja, hier. So sieht das dann aus. Jo, so sieht das aus. Die Blaupause zumindest. Ja, was bauen wir jetzt? Ja, das nimmt schon eine Form an. Ja. So, und fertig sind wir. Sieht gut aus, ne? Mir gefällt das. Aha. Das Ganze funktioniert in der aktuellen Version. Vorerst, sag ich mal, nur mit Steinen. Ja, die kann ich hier hinten reinladen. Taste C, liegen die drin. Und dann kann ich hier an das Katapult, wenn das voll beladen ist, hinten dran, Taste E drücken. Nehmen das runter. Die Steine werden beladen. Und ich bekomme hier auch so eine Art Fadenkreuz. Ja, das kann ich hier vor, zurück und links und rechts. Ja. Und weit raus natürlich. Ja. Sag mal, da sind wir jetzt recht knapp vorne dran. Und wenn ich mit der linken Maustaste hier drauf drücke. Ja. Möglichkeit. Das vorweg. Ja. Eine Möglichkeit, dass ich hier mir das angucke. Wenn ich das abgeschossen habe, gibt es nicht, bevor der Typ, die Spielfigur, ja, das Katapult nicht wieder runtergezogen hat. Ich kann hier nicht mit der Maus irgendwie steuern oder bewegen. Ah, nochmal hier. Ja, das hier alles, was ich machen kann. Rauf, runter. Und dann sehe ich aber nichts. Ja, Steine leer. Jo. Es gibt doch noch eine Neuerung. Fällt mir ein. Eigentlich eine Änderung. Ja. Wenn wir hier jetzt sterben würden. Bekommen wir, also wirklich sterben, nicht in die Höhlen gezerrt werden, sondern sterben, ja, bekommen wir hier einen neuen Sterbebildschirm. Ich werfe den auch mal jetzt am Ende hier rein. Das sind die großen Neuerungen gewesen. Lest bitte auf jeden Fall die gesamten Patch Notes bei uns im Forum unter forum.2fdforest.net nach. Ich bin die Axtimwalde, wie ihr bei den Speicherständen gesehen habt, auch bekannt als Chris. Ja, ich sag mal danke fürs Zugucken. Das war Version 0.35-35b. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und grüßt den Osterhasen von mir. Tschüss.